Okay, ich glaube, wir können jetzt unter Wasser sein. Und zwar ohne zu sterben. Hat das Wesen mit uns gemacht, was ihm widerfahren ist? Sind wir jetzt eigentlich tot und das ist ein Traum? Todestraum? Was passiert hier? Warum verfolgen die Fische uns immer noch? Können wir dann überhaupt wieder an Land? Sehr tiefe Fragen für ein sehr tiefes Spiel, ne? Ich meine, klar, wir sind nur ein Junge, aber ich fühle mich gerade so winzig wie noch nie in einem Spiel. Geh nochmal auf hier. Geht die Tür jetzt hier irgendwie auf? Ah. Hui. Ich hoffe, ihr habt Kopfhörer auf, ne? Weil der Sound ist einfach brutal. Der ist unermesslich, heißt der Erfolg. Der Sound ist einfach grandios. Ich meine, wir spielen jetzt seit... Weiß ich nicht. Seit 10 Minuten wieder. Und ich bin komplett drin. Ich bin einfach... Das ist Wahnsinn, was hier passiert. Ich nehme an, da müssen wir durch. 40 Minuten. Ist nicht wahr. Seit 40 Minuten schon? Kann ich gar nicht glauben. Ah, okay. Instinktiv schon richtig gemacht gerade. Instinktiv schon richtig gemacht. Raus hier. Okay, wir können auch über Wasser noch atmen. Hier sind Ratten, Leichen.
Wasser. Wieder eine Menge Wasser. Okay, tauchen wir erstmal wieder runter hier. Wir haben jetzt immer noch so lange Luft unter Wasser, wie wir wollen, ne? Wir haben immer noch unsere Wahllunge. Das finde ich gut. Oh, da ist ein Orb. Ist ja nur die Frage, wie wir jetzt da rankommen, ne? Vielleicht mit etwas Hilfe? Gibt es hier eine Kiste oder sowas? Ich sehe jedenfalls gerade nichts. Jetzt auch nicht weiter. Zurück, hochschwimmen. Okay. Ach, guck mal. Hier geht's noch weit. Au! Uncool! Ach, da ist ja ein Licht. Oh, ich habe das Licht gar nicht gesehen. Ich sah das Licht ja gar nicht. Okay. Dann komm mal zurück, du Licht. Siehst du mich oder siehst du mich nicht? Schneller, schneller, schneller. Ah! Nun, das war auch gerade mein Ziel, die Plattform direkt über mir zu parken. Hat nicht ganz so funktioniert. Uiuiui. Und jetzt wieder zurück, ja? Okay. Jetzt wieder zurück zum Orb. Dann machen wir das einfach mal. Großartig! So, dann jetzt wieder hoch. Und dann müssen wir da wahrscheinlich noch weiter. Schauen wir mal. Hopp. Ich schaff das. Ist überhaupt kein Problem für mich. Ich schaff das nicht. Was ist jetzt? Ach so. Nee, keine Ahnung. Muss ich mal ausprobieren. Aber ich muss jetzt nicht nochmal zum Orb runter, oder? Gut. Das ist wichtig.
Ding wirft ja gute Schatten. Ganz vergessen, dass ich die ja noch besser benutzen kann. Nämlich so. Das Ding hört ja nicht auf, einen Schatten zu werfen. So, wo sind wir eigentlich? Was ist das hier? Sind wir eigentlich mini, mini, mini klein und in einer eigentlich ganz normal großen Welt? Oder sind wir normal groß und in einer übergroßen Welt? Das weiß ich noch nicht. Getroffen. Ist die Frage, muss ich jetzt eigentlich im Wasser bleiben? Hätte ich im Wasser noch was gefunden? Nee, Juli hätte Bescheid gesagt. Was? Das ist verkehrt rum. Nee, das ist verkehrt rum. Warum ist das Wasser oben? Stell dich mal bitte diese Bilder hier an. Das ist doch unnormal. Gibt es eigentlich zum Schluss Antworten auf die ganzen Fragen, die man sich hier stellt? Oder wird man so richtig schön im Stich gelassen damit? Das wüsste ich gern. So, ich drücke jetzt den Knopf, ne? Vielleicht war das gut so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das macht, wenn ich den Knopf drücke. Warum ich den Knopf drücken sollte. Ich gehe jetzt erstmal in die andere Richtung, zu der Luke. Da war nämlich eine im Wasser. Und dann sehen wir ja, ob das jetzt gut war oder nicht. Das Spiel macht mich fertig. Ach, zum Glück ist mal hier wieder ein bisschen heller. So, aufmachen. Okay, hier ist auf jeden Fall der Grund. Hier geht's wieder hoch. Jetzt kann ich meine Fischchen mitnehmen. Ich kann meine Fischchen jetzt mitnehmen. Das ist doch wieder das gleiche wie mit den Küken vorher. Das ist doch wieder genau dasselbe. Wie mit... Nee, doch nicht. Hier fehlt noch das Wasser. Hier ist noch kein Wasser. Ich wette, das hier muss ich auch noch unter Wasser setzen. Und deswegen gibt es die Luke da. Aber jetzt geht sie einfach wieder auf, ne? Ja. Ich guck mal auf die andere Seite. Oh! Habt ihr die Rolle gesehen? Pass auf, machen wir gleich nochmal. Also dafür hätte er im Sportunterricht. Und dann auch noch hier hoch, ne? Da hätte er im Sportunterricht definitiv eine 1 bekommen. Definitiv. Plupp. Ich wette, das war ein Fehler. Kann ich die mitnehmen? Ne, kann ich nicht. Sterbe ich jetzt?
Was hat er jetzt gemacht? Der hatte was. Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich fand das lustig. Okay, ich setze ihn mal wieder auf. Ach, ich Idiot. Ist doch alles so offensichtlich. Warum mache ich das nicht? Ich muss aber weggehen, ne? Sonst erschlägt die mich. Geil. Voll gut. So, kann ich den jetzt mitnehmen? Kann ich. Aber wo soll die hin? Wo soll ich damit hin? Was habe ich jetzt davon? Ich könnte da oben drauf. Das könnte ich jetzt schaffen. So, habe ich aber auch nichts von. Nee. Ich muss sie schon noch mitnehmen. Das scheint klar zu sein. Ist nur die Frage, komme ich mit dir? Die Schräge ist ja nicht ohne Grund. Pass auf. Schlau Butch, schlau Butch. What you gonna do? What you gonna do, wenn ich zu schlau for you? Sorry. Flip! Und zwar muss die jetzt da oben hin. Aber ohne uns, weil wir nämlich zu schwer sind. Berserker, danke für den Lurk. Läuft gut, läuft gut, läuft gut. Ich bin wieder drin. Ich bin wieder im Knobelmodus. Ich bin wieder Schlaubutsch. Aber es ist geil. Es ist geil gemacht. So minimalistisch und trotzdem so knifflig. Richtig schön knifflig. Kiste ganz nach rechts im Raum schieben. Alles klaro. Null Problemo. Ganz nach rechts, ganz nach rechts, ganz nach rechts. So. Ah, da ist ein Knopf. Schon gesehen, schon gesehen. Aber was jetzt? Krieg ich die hier drauf? Moment. Nee. So. Mein Tondiktat kontrollieren. Oh Gott. Oh Gott! Wo ist mein... Ich hatte es mir doch extra aufgeschrieben.
Ich muss mal kurz die Sachen beiseite werfen. Ich hatte es. Ich hör's. Ich hör's, ich kann's hören. Ich hatte mir hier irgendwo. Ich hatte es mir dann aufgeschrieben. Ich weiß es eigentlich noch, ungefähr. Es ist halt die Frage, in welcher... Nee. Okay, der Zug ist wirklich abgefahren. Ach, Mist. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ich weiß es ja eigentlich. Eigentlich weiß ich es noch. Ich habe noch keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Irgendwie so, ne? Ich muss es doppelt zünden. Was ist das hier? Warum ist Schwerkraft hier so ein Unding? Gravitation thinks, am I a joke to you? Warum bewegt die uns? Was war das? Warum bewegen die sich hier manchmal? Aber warum hat mich, warte mal, wenn mich das Wesen da gerade gerettet hat, warum hat es vorher versucht, immer mich zu töten? Das. Ich raff's nicht. Ich raff es nicht. Okay. Das ist erstmal offen. War hier noch nicht fertig mit Hören. Kann man den Soundleuten für dieses Spiel bitte noch mehr Preise geben, als sie wahrscheinlich sowieso schon gewonnen haben? Okay, hier sind wieder Leute. Riesige Koffer. Den ich auf jeden Fall auch schon mal schieben kann. Warum auch nicht? Nein. Nein, nein. Der hat ein Kind an der Hand. Warum hat der ein Kind an der Hand?
Ich habe irgendwie das ganz schlechte Gefühl, dass bald wieder Hunde kommen. Ich möchte nicht, dass Hunde kommen. Ich möchte auch diesen Schalter nicht drücken. Der darf nicht aus dem Fenster gucken, sonst sieht er, dass das Wasser runtergeht. Oder hoch. Oder was auch immer. Vor allem darf der mich halt nicht sehen, ne? Kann ich das mitnehmen? Ja, kann ich. Okay. Dings kommt dahin. Wir gehen wieder runter. Nause question ist, wie komme ich jetzt dahin? Eventuell. Nee, ah. Ich wollte die Leiter. Gucken, dass ich vielleicht die Leiter mitnehmen kann. Nee, nee, geht nicht. Okay, ich brauche. Aber jetzt geht die Tür zu. Wie mache ich das? Okay, ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Mal gucken, ob Schrischlier. Könnte aber klappen. Und zwar, dass die Kiste auf den Schalter fällt. Das könnte klappen. Eventuell. Hat er sich gedacht? Lag er völlig falsch. Ach Mann, ey. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was es hier gebracht hätte, aber egal. Kann ich dann noch machen? Okay, du musst auf jeden Fall erstmal auf die Seite. Was vergesse ich gerade hier? Irgendwas? Irgendwas übersehe ich doch hier gerade. Ist halt auch gerade total geil, dass man in einem anderen Raum ist und dadurch gar nicht hört, was in dem Raum. Also wir als Zuschauer, als Spieler sind ja gerade in einem anderen Raum und hören deswegen gar nicht, was da drin passiert. Und man hat halt voll Druck auf den Ohren, ne? So. Nichtsdestotrotz fehlt uns ja trotzdem noch was.
So, das kriegen wir auch nicht mehr auf. Irgendwas fehlt jetzt hier noch und ich weiß nicht was. Wir müssen doch jetzt hier irgendwas machen können. Warum komme ich gerade nicht auf... Warum komme ich da gerade nicht drauf? So, ich mache das Wasser runter. Da geht zu. Nee. Das ist ja noch was einfach. Jetzt hat das. Pass auf. Verarschen wollen sein nämlich, ne? Aber nicht mit mich. Nee, nee. Butch lässt sich nämlich nicht verarschen. Das hat nämlich genau die richtige Größe, damit unser einer nämlich in das Wasser hochspringen kann. Ne? Und weil das ja richtig erst die Tür erst zugeht, wenn sie Gefahr läuft, wenn da Gefahr läuft, Wasser reinzukommen. Mache ich die nämlich genau so hoch. So, und jetzt kann ich auf die andere Seite schwimmen. Ohne Problemchen. Ja, ne? Geil! Aber das war schon... Das war jetzt schon höhere Mathematik. Ja? Ich frage mich eigentlich, sind das eigentlich Tote? Da unten laufen Leute rum. Und durchsuchen Kisten. Gehen die auch wieder raus? Ja. Gut. Ho, stellt euch vor, die hätten uns entdeckt. Ho! Das wäre ja gar nicht mal so gut gewesen, ne? So, da oben ist wieder ein Schalter, wo wir nicht rankommen. Weil wir da noch nicht rankommen. Wie kommen wir da ran? Ich sehe jetzt hier nichts, was uns da helfen könnte. Also begeben wir uns mal auf die Suche. Ah! Na, guck mal. Nee! Oh. Sind das Menschen? Sind das Figuren? Sind das... Warum folgen die mir? Sind. Ey, wenn es darauf nicht irgendwie Antworten gibt nachher, ne? Ich flippe aus, ganz ehrlich. Es reicht nicht. Oh, warum reicht es nicht? Jetzt fehlt da ein Toter oder was? Ist nicht mitgekommen, haben wir nicht mit aufgesammelt. Hätten wir vielleicht noch einen Arm mitnehmen sollen. Das kann sein. Die haben zu wenig Arme.
Genau. Guck mal hier. Sammelt euch doch mal eure Körper noch zusammen. Ja, was mit dem Arm hier unten? Nehmt doch mal was mit. Nee, hier der Körper. Der Körper. Checken die nicht. Checken die nicht. Was soll ich denn da machen? Der Körper muss sich zusammenbasteln hier. Bastelt er sich von alleine zusammen? Fehlt dem jetzt noch irgendwas? Hier, du hast doch Arme, Beine etc. pp. Ist alles hier, du musst es hier nur nehmen, ne? Ich brauche das Deckenwasser. Etwa so? Ach stimmt, jetzt komme ich ja an den Dings wieder ran. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, okay. Nee, reicht noch nicht. Ich glaube, die müssen mich jetzt ins Wasser werfen, ne? So, die kommen mit, das ist wichtig. Dass sie mich gleich auffangen, wenn ich hier nämlich den Schalter drücke im Runterfliegen. So nämlich. Okay. Dankeschön. Voll die Netten. Die kommen jetzt auch alle automatisch mit, ohne dass ich die Kappe auf habe. Das ist tatsächlich ziemlich, jetzt sind alle. Jetzt habe ich wieder Leute getötet. Ganz toll gemacht, Butch. Ganz toll gemacht. Da hinten laufen zwei Leute lang. Machen sie die Tür hinter sich zu? Weiß ich nicht.